gesittete Träume. Bin aus seinen Tagen verbannt, den ich lebte. Und was sie mir heute sagen, ich schlief zu wenig und ich trank zu viel. Die Schmerzen im Kopf waren ein. Das letzte Heimspiel der Saison, der letzten Drittligasaison ist gespielt. Am Ende 1:1 gegen Wien Wiesbaden. Es war heute dennoch eine richtige Party, sowohl im Spiel, jetzt auch nach dem Spiel. Wie beurteilst du diesen Nachmittag? Alles in allem natürlich unfassbar positiv, weil wir als Aufsteiger unser Ziel erreicht haben. Und da können wir alle unfassbar stolz drauf sein. Und auch wenn wir leiden mussten, unnötigerweise heute, aber wir haben es praktisch geschafft. Das Spiel eigentlich sehr dominant von euch, dann dieser Ausgleich von Wien, aber Yannick hatte auch noch den Lattentreffer. Geht das 1:1 heute in Ordnung insgesamt oder eher die 3 Punkte für euch? Das Spiel heute musst du gewinnen, also allein was wir wieder für Möglichkeiten hatten und dann auch mit der roten Karte, dass den Gegner gerade nach der 1:0-Führung gar nicht mehr ins Spiel kommen lassen, müssen wir zu Ende bringen und auch das zweite nachsetzen. Das haben wir nicht geschafft, aber wir haben unser Ziel trotzdem erreicht und darauf können wir stolz sein. Die Party ist hier am Laufen, ein Spiel bleibt jetzt noch auswärts in Ingolstadt. Wie beurteilst du die Tabelle vor diesem letzten Spiel? Ich meine, die Party sagt ja eigentlich schon alles, oder? Ja, wir wissen, dass es theoretisch natürlich irgendwo noch möglich ist, dass es schief gehen könnte, aber wir können uns einfach freuen, dass wir es bisher geschafft haben, dass wir das für diese Region, für den Verein ausgelöst haben. Und jetzt können wir den späten Nachmittagabend genießen und auch ein bisschen feiern. Du bist aus der 2. Liga hier nach Elbersberg in die 3. Liga gewechselt, bist jetzt mit der Mannschaft direkt wieder aufgestiegen. Ist das auch für dich persönlich so ein richtig schönes Fußballmärchen? Es ist natürlich unfassbar. Oder ich bin wirklich froh, auch irgendwo Teil dieser Mannschaft gewesen zu sein, weil ich hatte letzte Woche im Interview auch schon gesagt, bei der Pressekonferenz, wir haben wirklich tolle Charaktere, tolle Jungs in der Mannschaft, wir haben einen sehr empathischen Trainer und das alles in allem war Tag ein, Tag aus wirklich eine Freude und Vergnügen, zum Training, zu den Spielen zu kommen. Und deswegen gönne ich es auch wirklich jedem Einzelnen der Akteure und vor allem auch Staff rund um das Team, das erreicht zu haben. Und jetzt können wir uns auch wirklich einfach freuen, dass dieses große Abenteuer, dieses für diesen Verein historische Ereignis, dass wir das nächstes Jahr genießen dürfen. Aber ja, das ist Zukunftsmusik, das interessiert uns heute nicht. Wir sollten heute wirklich diesen Moment aussaugen, genießen und die Freude, die wir über das ganze Jahr den Leuten und uns bereitet haben, auch heute ausleben. Feiert schön, vielen Dank. Dankeschön. Kevin, auf deiner Mütze steht Danke Jesus, Bundesliga 2. Welche Bedeutung hat für dich dieser Tag heute? Ja, heute ist ein großer Tag, weil ich denke Jesus, weil ich hatte jetzt 36 Jahre und ich gehe in Bundesliga 2. Das ist das Maximum, ich kann erwarten. So, schon sehr, sehr freuen für mich, für die Mannschaft, für alles, für die Fans. Ich komme hier 4 Jahre vor. Wir waren in der Regionalliga mit
vielleicht 300 Zuschauer hier, 7000 ist, ja, ich glaube, das ist, ja, friendly so. Heute Party, Party? Yes, heute Party. Wir waren Profi, ganz Jahr, ja, jetzt, heute, große Party, große Party. Yeah. Danke, Kevin. Danke, bitte, ciao. Ist es so okay mit Brille? Ja, klar. Nico, die Malle-Brille ist schon an, die Zigarre in der Hand. Wie viel Malle-Gefühl liegt aktuell über der Ursafarm Arena? Ja, ich glaube sehr viel. Wenn man hier auf den Platz schaut, dann sieht man, was los ist. Also pure Freude, pure Emotionen und ich glaube, das haben wir uns alle hier verdient. 1:1 gegen Wien Wiesbaden. Ja, es fühlt sich richtig nach einem tollen Erfolg an. Wie schaust du aktuell auf die Tabelle? Ja, ich glaube, es könnte besser sein, wenn wir heute gewonnen hätten. Ja, so ist es, glaube ich, jetzt ein Punkt vor Freiburg. Haben alles noch in eigener Hand in Ingolstadt jetzt nächste Woche. Wollen wir natürlich gewinnen, um dann auch die Meisterschaft klarzumachen. Und dafür werden wir natürlich auch nochmal alles geben. Und ja, ich bin einfach zuversichtlich, dass wir das schaffen am Samstag nächste Woche. Wie viel Bedeutung hat für dich persönlich dieser Erfolg, dieser eine Schritt, der jetzt nur noch zur zweiten Liga fehlt? Ja, es ist einfach unfassbar, was wir geschafft haben. Klar, rechnerisch ist es noch möglich, aber nach den Toren her wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich. Ja, es ist einfach unfassbar, wenn man denkt, vor 2 Jahren haben wir noch gegen Balingen, gegen Waldorf gespielt, vor 200-300 Zuschauern. Und jetzt innerhalb 2 Jahren einfach so durchzumarschieren, ist einfach unfassbar. Und bin ich einfach sehr stolz auf die Jungs, auf die Mannschaft, auf alle hier drumherum im Team. Und ja, haben alle ihren Beitrag dazu geleistet, dass wir das hier jetzt feiern dürfen. Und hoffentlich geht es dann auch nächstes Jahr so weiter. Die Party steigt hier jedenfalls gerade. Was haben die Fans so zu dir gesagt? Ja, die waren natürlich auch einfach pure Emotionen, einfach Freude pur. Einfach gesagt, was wir für eine tolle Saison gespielt haben. Wie schön wir Fußball gespielt haben, wie gut wir Fußball gespielt haben. Auch jede Woche, Woche für Woche da gewesen. Die Fans sind immer für uns da gewesen. Und ja, das bringt dann einfach alles zusammen. Und im Großen und Ganzen, in einem, sind wir einfach ein riesengroßes Team. Fans, Zuschauer, wir als Mannschaft. Und das ist einfach unfassbar, was wir geleistet haben dieses Jahr. Letzte Frage, wer ist das größte Partybiest? Wer das größte Partybiest ist? Felle auf jeden Fall nicht. Nee, Spaß. Felle ist, glaube ich, ganz groß dabei. Aber ich glaube auch, der Kollege Waldrin Mustafa, der kratzt da ganz oben an der Spitze. Danke dir, Nico. Dankeschön. Auf den ganz normalen Party. Pinky, deine Wade ist ja schon relativ voll mit Tattoos. Kommt das Jahr 2023 auch noch drauf? Also das passt nicht zusammen. Das ist der Familienbaum meiner Familie. Aber eventuell irgendwann mal das Datum, weil es schon ein besonderes Erlebnis. Das letzte Heimspiel 1:1 gegen Wien Wiesbaden. Es war ein unfassbares Jahr auch für dich hier in Neuenebersberg. Dann diese unfassbare Runde gespielt. Wie blickst du zurück? Ja, war super. Ich bin relativ spät dazugekommen. Die Mannschaft hat mich sehr gut aufgenommen. Und dass wir Fußball spielen konnten, haben wir in den ersten Spielen schon gezeigt. Und ich denke, das ist jetzt der Erfolg der Saison. Mir wurde verraten, dass du einer der Partybiester bist. Wie geht's heute Abend weiter? Ist noch nicht besprochen, aber wird bestimmt lange in die Nacht gehen. Dann feiert schön. Vielen Dank. Dankeschön, danke. Schieß los. Was los? David, 1:1 gegen Wien Wiesbaden. Wie fantastisch fühlt sich dieser Nachmittag an? Ja, toll, toll. Einfach auch deswegen, weil wir die ganze Saison darauf hingearbeitet haben. Und heute ist es soweit. Deswegen ist die Freude einfach groß. Blicken wir aufs Spiel zurück. 1:1. Eigentlich eine unheimlich dominante Leistung von deiner Mannschaft, von eurer Mannschaft. Dann ja, geführt, der Ausgleich noch gefallen, zwischendrin noch eine rote Karte. Also jede Menge Spektakel auf dem Platz, oder? Ja, das glaube ich auch. Die Zuschauer haben heute was geboten bekommen. Ich glaube, jeder hat sich heute voll gefühlt hier. Und wir freuen uns vor allen Dingen als Trainerteam darüber, wie die Mannschaft heute aufgetreten ist. Es war einfach gut. Jeder wollte es von der ersten Minute an zu sehen. Und entsprechend sind wir, glaube ich, einfach alle überglücklich. Wie sehr darf man sich jetzt nächste Woche auf Ingolstadt freuen?
Ja, ich glaube schon, dass wir das Ziel haben, am Ende auch ganz oben zu stehen. Entsprechend feiern wir jetzt, aber wir fahren nach Ingolstadt, um 3 Punkte zu holen. Danke dir. Ja, das Musiklevel ist ja schon einigermaßen hoch. Ist das Stimmungslevel genauso hoch? Ja, auf jeden Fall. Es hat zwar am Anfang etwas gebraucht, um das zu realisieren, aber inzwischen ist es angekommen, ja, dass wir es gezogen haben und aufgestiegen sind. Die SVE in der 3. Liga, was war das für eine gemeinsame Reise mit den Fans? Ja, eine wahnsinnige Reise. Vom ersten Spieltag an mit dem Auswärtssieg, mit dem Grandiosen in Essen. Ja, eine unbeschreibliche Reise. Es kam nie eigentlich was auf, dass wir weiter vorne bleiben, aber dass wir halt doch den Durchmarsch machen, war der absolute Wahnsinn. Hätte ich niemals damit gerechnet. Auch für dich einen persönlichen Traum, der jetzt in Erfüllung werden kann mit dem Aufstieg in Liga 2? Ja, auf jeden Fall. Ein Riesentraum für mich. Ich komme jetzt die SOE seit 2000 schauen, 5 Heimspiele verpasst. Und ja, es war schon, sag ich mal, ein Kindheitstraum, die SOE in der 2. Liga zu sehen. Und der wurde heute wahr. Deswegen, ich kann es gar nicht in Worte fassen, was das für ein Gefühl für mich ist. Vielen Dank. Frank, ein Jahr später wird schon wieder gefeiert. Der wahrscheinliche Aufstieg der SVE in Liga 2, unfassbar, oder? Ja, mir fehlen selber die Worte. Ich bin einfach nur überglücklich, was die Mannschaft geleistet hat jetzt in den letzten Saison schon und diese Saison. Ist einfach Wahnsinn und ich freue mich einfach für den Verein, wenn man hier sieht, wie familiär das ist. Das war einer der Gründe, warum ich hierher gekommen bin, weil ich mich hier zu Hause fühle. Und jetzt so ein Riesenerfolg, 2-mal hintereinander feiern zu dürfen, es gibt nichts Schöneres. Du hast es gesagt, du kennst die SVE mit am besten. Was ist hier in den letzten Jahren genau entstanden? Einiges. Erstmal eine Mannschaft, die super funktioniert und glaube, dieses Jahr mit den attraktivsten Fußball gezeigt hat in der Liga. Ich persönlich glaube, ich habe noch nie in so einer Truppe gespielt, wo der Zusammenhalt so stark ist. Und ich glaube auch, dass das uns dieses Jahr so ausgezeichnet hat. Also wir hatten jetzt in letzter Zeit auch unsere Schwächephase, aber wir haben uns zusammengesetzt, wir haben uns gesagt, wir schaffen das. Wir sind den harten Weg jetzt gegangen und wir ziehen das durch. Heute auch wieder, wenn ich nur dran denke, der Ball geht an die Latte, 20 Sekunden später liegt er bei uns im Netz. Da denkst du dir erstmal, das darf doch gar nicht wahr sein. Aber die Jungs haben Unfassbares geleistet und ich bin einfach nur stolz auf die Mannschaft, auf die Fans, auf den ganzen Verein, auf die Sponsoren, weil ohne die wäre es nicht möglich. Und es gilt einfach nur Danke zu sagen für die großartige Unterstützung und jetzt erstmal einfach genießen. Rein rechnerisch ist das Ding ja noch nicht durch. Dennoch, wie nah seid ihr dran jetzt am Aufstieg? Ja, ich denke schon sehr, sehr nah, sonst könnten wir jetzt, glaube ich, nicht so ausgelassen feiern. Irgendwo auch ganz lustig, es hat ja was mit letzter Saison in Frankfurt, ja, rein rechnerisch nicht durch gewesen, aufgrund des Torverhältnisses, eigentlich ja. Mir wäre es lieber gewesen, wir hätten heute gewonnen. Aber ich glaube, wir dürfen es trotzdem heute genießen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass im Aufstieg nichts mehr im Weg stehen wird. Also Doppelparty ist angesagt. Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Viel Spaß dabei und vielen Dank. Danke. Ja, so langsam kannst du dir schon mal Gedanken machen über die Reiserouten für nächstes Jahr. Dann steht nämlich wahrscheinlich die 2. Liga auf dem Plan. Wie beurteilst du diesen Nachmittag, diesen Erfolg, diesen Ausblick? Ich muss ganz ehrlich sagen, die Entfernungen werden so etwas weiter, aber mit der Mannschaft und vor allen Dingen mit meinem Beifahrer, mit Sascha, ist das alles kein Problem, kriegen wir hin. Du kennst als Busfahrer die Mannschaft sehr gut, du hast ein Gespür, wie die Mannschaft funktioniert. Was war dein Eindruck von der Mannschaft, von den Fahrten? Mein Eindruck kann ich nur sagen, es ist eine Familie. Und damit ist, glaube ich, alles gesagt, was man sagen kann. Einer für alle, alle für einen. Wirklich super. Danke dir und alles Gute für nächstes Jahr. Vielen Dank. Ja, die Bande steht schon mal im Tornetz der SVE. Was ist das für ein Nachmittag für euch persönlich? Oh, sehr, sehr schön und ist einfach cool, dass die SVE wahrscheinlich in die 2. Liga aufsteigt. Sehr emotional. Wie emotional war das Spiel? War ja so ein bisschen Wechselbad der Gefühle am Ende 1:1? Ja, schade eigentlich für die SVE, dass sie es leider nicht gepackt haben mit dem direkten Aufstieg, aber ein Punkt lang vielleicht.
Nächste Wochenende geht SV Ingolstadt und dann geht's weiter. Es waren jetzt in der dritten Liga schon immer schöne Reisen. Wart ihr immer dabei? Ja, tatsächlich. Fast, aber eigentlich ja. Spätestens jedes zweite Wochenende. Worauf würdet ihr euch in Liga 2 freuen? Tatsächlich auf Schalke. Also Schalke, Kaiserslautern und eventuell Saarbrücken. Ja. Dann viel Spaß bei dieser gemeinsamen Reise und vielen Dank. Danke. So, wenn ich das so sehe, hast du die 2000 Liter Freibier selbst getrunken wahrscheinlich? Ja. Wie fühlt sich heute dieser Nachmittag an? Ich fühle mich super, es war geile Stimmung, geiles Spiel. Hätte besser sein können, aber das ist egal. Mir ist ein aufgestiegen. Welche Bedeutung hat für dich dieser angehende Erfolg? Es ist einfach geile Stimmung hier. Ich wohne hier mein ganzes Leben, ist super. Ohne Scheiß. Das heißt, du bist seit Kindertagen hier im Stadion? Ja, ich war sogar schon Innenhofjunge und Balljunge. Was hat sich seit deiner Kindheit hier getan? Es war ja eine unfassbare Saison, ja, unfassbare Stimmung auch. Es ist immer ein bisschen mehr gewachsen, es kamen immer mehr Leute und es wurde immer geiler. Wie geil wird die zweite Liga? Noch viel mehr. Das wird Endlevel, es wird ultra geil. Danke dir. Olaf, du kommst schon ganz lange die SVE schauen. Oh, schon über 60 Jahre. Schon über 60 Jahre. Das ist unbestritten der größte Erfolg, der jetzt in den Geschichtsbüchern steht. Wie fühlt sich das für dich an? Das fühlt sich für mich sehr gut an. Wir haben ja drauf gewartet, schon jahrelang haben wir drauf gewartet. Wir sind aufgestiegen, abgestiegen. Und die Saison war einfach nur geil. Was hat für diesen Erfolg jetzt gesorgt? War es einfach diese geschlossene Mannschaft? Halt einfach das Trainerteam und halt einfach die Geschlossenheit in der Mannschaft. Das hat ja imponiert von Anfang an. Wenn ich hole, wir haben 5 Inseln Essen und da hat nie jemand dran geglaubt. Der Kofi hat dort 2 Dinger versteckelt. Die macht die Hütte Kofi. Ja. Ein Spiel ist nächste Woche noch zu spielen, dann in Ingolstadt. Denkst du trotzdem, das Ding ist durch? Nee, wir gewinnen dort und wir werden Meister. Wir waren so lange Tabellenführer, da wollen wir auch Meister werden. Das klingt gut, vielen Dank. Du sitzt ja schon auf der Trainerbank. Wie traurig bist du, dass du nicht eingewechselt wurdest? Ja, es ist blöd, aber wir haben es geschafft, Alter. Das ist die Hauptsache, ne? Ja. Danke. Zweite Liga. Hammer. Danke. Conn, 1:1 gegen Wien Wiesbaden. Du musstest aufgrund deiner Verletzung leider gezwungenermaßen das Spiel von außen verfolgen. Wie viel Nerven hat es gekostet? Ja, doch schon eher so im Vorfeld hat es viel Nerven gekostet. Als wir dann gut ins Spiel gekommen sind, hat sich das Ganze dann ein bisschen beruhigt. Ja, die Nerven haben sich dann am Ende des Spiels nochmal gezeigt, wo es dann doch nach dem 1:1 Wiesbaden mit ihrer Qualität einfach immer gefährlich sein kann, nochmal gezeigt. Aber so wie wir heute aufgetreten sind, war eigentlich das ganze Spiel über die Nerven relativ beruhigt. Normal bist du Kapitän, jetzt die letzten Wochen hast du eine andere Rolle angenommen als Motivator von der Tribüne aus. Kannst du mal beschreiben, wie du dich in diese Rolle eingefunden hast, womit du der Mannschaft Kraft gegeben hast? Ja, erstmal ist es natürlich brutal schwer, wenn man physisch nicht eingreifen kann. Wenn man das so von außen sieht, wie dann doch so das ein oder andere Spiel ein paar Punkte verloren gehen, wo man denkt, ey, das könnte man eigentlich reißen. Und die Jungs waren ja eigentlich gut drauf, haben immer super Spiele gemacht, haben einfach die Punkte gefehlt. Ja, und da habe ich einfach probiert, den Jungs ja, klarzumachen, dass wir einfach wirklich die beste Mannschaft sind, wie wir drauf sind, eine richtig gute Mannschaft sind und dass uns auch so ein Gegentor mal nicht aus der Bahn werfen darf. Das haben wir dann letzte oder vor 2 Wochen hier gegen Bayreuth dann auch mal demonstriert, dass uns ein Gegentor nicht aus der Bahn wirft, dass wir das Ding noch vor der Halbzeit gedreht haben. Ja, so habe ich einfach probiert, auf die Jungs einzuwirken. Ja, mehr konnte ich auch nicht machen. Nach einem Jahr dritte Liga springt ihr wahrscheinlich direkt in das Becken zweite Liga. Denkst du, das Ding ist durch? Ja, wie gesagt, ich bin da ja, immer ein bisschen vorsichtig, solange es theoretisch noch nicht sicher ist. Waren wir letztes Jahr auch. Aber ich gehe mal fest davon aus, dass wir das nächste Woche dann in Ingolstadt vollends klar machen. Danke dir. So, ich würde sagen, selbstgewähltes Schicksal. Freiwillig vor die TV11-Kamera gekommen. Ja, Wahnsinnsnachmittag hier in der USAF Farm Arena. Der Aufstieg der SVE in die zweite Liga steht kurz bevor. Wie nah ist die SVE dran? Ja, ich würde sagen, so nah wie noch nie. Also, nächster Spieltag in Ingolstadt, da holen wir mindestens noch einen Punkt. Und dann ist die Sache klar.
Nimm uns mal ein bisschen mit, wie ist dein Bezug zur SVE? Wie lange gehst du die SVE schon schauen? Was war so dein schönster Moment? Ja, die Anfänge bei mir an der SVE sind in der Tat schon etwas länger her. Ich habe 2015 unter Wiesinger als Physio, als Co-Physio gearbeitet und jetzt dieses Jahr war ich intensiv die SVE schauen und muss sagen, eigentlich der heutigen Leistung ist das Ergebnis nicht gerecht. Also ein Sieg wäre mehr als verdient gewesen, aber den Punkt nehmen wir dankbar an und in Ingolstadt machen wir den Meister klar. Und Vorfreude auf Liga 2? Auf jeden Fall. Danke dir. Sind wir dabei. Danke. Einen Spieltag vor Saisonende könnt ihr euer Saisonziel Klassenerhalt nur noch rechnerisch erreichen. Wie viel Verantwortung daran übernimmst du und wie viel Eigenanteil hat die Mannschaft daran? Ja, ich glaube, das ist müßig darüber nachzudenken, wer wie viel Anteil hat. Ich glaube, dass der gesamte Verein hier Bemerkenswertes geleistet hat im Laufe der vergangenen Zeit schon, nicht nur die eine Saison, sondern auch vorher schon. Und dementsprechend bin ich froh und dankbar, dass ich teilhaben kann an dieser Geschichte. Ja, dass ich da verantwortlich als Trainer für bin, ist ja logisch. Da machen auch alle mich für verantwortlich. Aber dass viel mehr dazugehört als nur ein Trainer. Die Vereinsverantwortlichen, die Trainerteam, die Mannschaft, wie sie das gemacht hat. Also bemerkenswert auch heute das Spiel. War ein tolles Spiel gegen einen guten Gegner. Wie wir das dominiert haben über weite Strecken des Spiels, war einfach großartig. Ein tolles Spiel gegen einen starken Gegner. Hätte die Mannschaft vielleicht sogar den Sieg am Ende verdient gehabt? Ja, bestimmt. Ja, es war so wie in den letzten Wochen und fast Monaten, dass wir eigentlich wirklich gut unterwegs waren und die Möglichkeiten nicht ganz so genutzt haben, wie wir es brauchen, um das Spiel zu entscheiden. Und dementsprechend hat die Effizienz heute gefehlt. Aber wie gesagt, in den letzten Monaten trotzdem dann eben so viele Punkte zu erreichen, ist einfach bemerkenswert gut. Und heute war es bestimmt auch eine Anspannung, eine Nervenbelastung, die Jungs einfach genommen haben und ihr Spiel gespielt haben. Toll. Gestern als Trainer des Jahres ausgezeichnet worden, heute das Unentschieden hier gegen Wiesbaden. Wir wollen natürlich auch mit dir vorausblicken, nächste Woche auf Ingolstadt. Soll dann dort die zweite Party folgen? Ja, also am liebsten hätten wir heute schon unseren Fans noch mehr gegönnt als ein Unentschieden. Das war dann so ein bisschen verhaltener Jubel. Aber letztendlich, glaube ich, haben auch unsere Fans uns heute wieder brutal angefeuert, so viele Zuschauer heute zu haben. Das ist für unseren Verein einfach ganz, ganz toll, das miterlebt zu haben, finde ich für mich großartig. Ingolstadt ist jetzt das i-Tüpfelchen, was wir draufsetzen wollen. Wir wollen da wieder eine gute Mannschaftsleistung bringen und am Ende eben uns den Meistertitel auch holen. Was würde es dir persönlich bedeuten, in die zweite Liga aufzusteigen? Ja, es ist einfach noch ungewöhnlich. Es ist schon so, dass ich sage, wir sind jetzt in die dritte Liga aufgestiegen nach zwei, dreimal zweiter Platz. Das war schon ein großartiges Erlebnis. Ich kann es noch nicht richtig einordnen. Ich glaube, das ist ein Durchmarsch für unseren Club und auch für mich natürlich was Besonderes ist. Und das werde ich in den nächsten Tagen wahrscheinlich erst realisieren. Dann viel Spaß dabei und vielen Dank. Ja, danke schön.